Die deutsche Wirtschaft schwächelt, eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Das zeigen Zahlen führender Wirtschaftsinstitute schon seit Anfang des Jahres. Heute legt Wirtschaftsminister Habeck neue Zahlen vor. Es wird erwartet, dass die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr zumindest minimal anhebt, von 0,2 auf 0,3%. Die Industrie fürchtet, dass Deutschland im internationalen Vergleich abgehängt werden könnte. Hier spüren Sie die schwierige Wirtschaftslage ganz besonders. Der Chempark in Leverkusen, Dormagen und Krefeld mit rund 70 Chemieunternehmen. Wenn der Chef der Betreibergesellschaft über mögliche Neuansiedlungen verhandelt, seien den Unternehmen vor allem zwei Themen wichtig: Energiepreise und Bürokratie. Da bekommen wir immer mehr als Feedback, dass wir hier in Deutschland im Verhältnis zu Amerika, zu Standorten in Asien, deutlich ins Hintertreffen geraten. Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften hat Deutschland einen hohen Industrieanteil. Schwächelt die Industrie so wie jetzt, geht es der gesamten Wirtschaft nicht gut. Das sei aktuell aber nicht das einzige Problem, so die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Gleichzeitig haben wir Rückstände im Aufbau und der Nutzung von neuen Technologien. Stichwort Digitalisierung, Stichwort künstliche Intelligenz. Das gilt sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch bei den Unternehmen in der Breite. Viel nachzuholen also. Immerhin, es zeichnet sich ab, dass sich die Wirtschaft zumindest ein wenig erholen könnte. Die Inflation entwickelt sich sehr schnell zurück. Das bedeutet, die Realeinkommen nehmen zu und auch der Konsum dürfte zunehmen. Die Baukonjunktur dürfte wieder zunehmen, weil auch die Zinsen vermutlich jetzt wieder sinken werden. Das dürfte die Konjunktur etwas aufhellen. Es könnte wieder langsam bergauf gehen, beobachten Sie auch im Chempark in Leverkusen. Die strukturellen Probleme aber bleiben, warnen Fachleute. Nötig seien private und öffentliche Investitionen, um die deutsche Wirtschaft dauerhaft zu stärken.